und auch möglichst viele Cube-Mans mit ihren riesen Schädeln feiern zu sehen. Guck mal, der da hat den Beat auf dem Rücken. Haha. Setzen wir hier nochmal ein paar Sides hin. Einfach weil wir es können. Einfach weil wir es können. So. Also bitte. Go, go. Gelb kriegt aber auch keine Cubes zustande. Nur 6 Stück hat er momentan. Wir haben 72. So, die letzten beiden laufen jetzt durch und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir es geschafft. Olé! Und jetzt kriege ich noch 160 Cubes. Bam! You got the mail! What? Okay. Wir haben ein Achievement. Collect one of each type of package in a single game. Ach so, okay. Ich verstehe kein Wort. Yeah. Seht euch die Statistiken an. Wuhu. Gut, dann Excite. Die nächste Karte. Host and Play. Nee, Moonbase nehmen wir jetzt mal nicht mehr. Wir nehmen jetzt mal was Neues. Ich mach mal random. Ich guck jetzt mal nicht hin. Warte. 3, 2, 1 und. Hä? Auf nichts. Okay, nochmal. 3, 2, 1. Okay, wir haben Skeletten. Und was kriegen wir bei den Teams? 3, 2, 1. Mit dir auf. Okay. In Ordnung. Und dann würde ich sagen, wir legen los. Oha, es geht los. So. Als erstes eigene Base schützen. Wie macht man das? Am besten 3 Grills. Und statt wir die dahin zu setzen, setzen wir sie am besten gleich dahin. Ah, und hier greifen sie sich auch gegenseitig erstmal an. Das ist sehr schön. Das finde ich gut. Ich grade ihn mal ab, damit er möglichst dahin schießen kann. Wir müssen auf den hier aufpassen, besonders, dass der hier nicht uns fertig macht noch. Das ist auch so ein Hinterhalt. So, ich grade erstmal unsere Cubes hier ab, damit die möglichst weit nach da schießen können. Das wäre nämlich schon hilfreich. Ja, dieses Mal mache ich mal ein bisschen mehr auf Upgrade. Glaube ich, ein bisschen sinnvoller. So, du auch. Und der letzte. Auch abgequält. Gut. Wo hole ich mir am besten gleich mal noch einen Quill? Die sind noch ein bisschen weiter vorne. Oder wir holen uns einen Flint, der hier vorne dafür sorgt, dass keine Gegner durchsteigen, angreifen können. Ich glaube, das mache ich auch. Den setze ich jetzt einen hier mal hin. Der auch schon angegriffen worden ist. Ja, super. Oha, der wird. Der ist erledigt. Der wurde angegriffen, das glaube ich doch nicht. Wir haben hier einen Gegner. What the hell? Was macht ein Gegner bei uns? Das ist verboten. Ah, und ich habe noch eine Idee. Damit wir tatsächlich nicht von der einen Seite an. Machen wir jetzt. Wally. Und Wally. So. Zack, können sie schon nicht mehr durch angreifen. So, die Damage-Kiste hätte ich mir eigentlich mal holen sollen. War jetzt ein großer Fehler. Na gut. Alter, wir werden voll angegriffen. Ich sah. Ich spare mal auf Rocky eben. Die können Minen zerstören. Ja, lol. Hat man mir natürlich mal sehr früh gesagt. Okay, Lila greift uns natürlich jetzt an. Das war auch nicht anders zu erwarten. So, wie viele haben wir? Können wir einen Rocky? Ja, wir können einen Ricky. Ich sag immer noch Rocky dazu, ne? Dabei ist ein Ricky. So, auf Maxi. Aufstufen. Wir werden natürlich den nach vorne setzen, damit er nicht angegriffen wird, so viel. Nein! Oh, wir hätten fast ein Leben verloren. Knapp davor waren wir.
Geh weg! Danke! So, dann kommen wir mal mit dem zweiten Rocky. Und dann sieht's für ihn nämlich langsam eng aus. Würde ich mal behaupten. So, das haben wir geupgradet. Da können die uns nämlich momentan nicht mehr so viel. Und das ist gut. Da hole ich mir aber gleich eine Zeit, da kann ich nämlich darüber snipern. Das wäre nicht schlecht. Ey, das wäre echt nicht schlecht, wenn ich darüber snipern. Oh, will er eine Mine bauen? Der will die Mine bauen. Juhu! Ja, ist eine Damage-Küste, ne? Ah, die komme ich aber nicht ran, die würden vorher sterben. Das wäre sinnloser Tod. So. Ja, man sieht es schon, die haben Damage gekriegt. Mist. Am besten greifst du mal den da oben an. Genau. Zum Glück kann man das direkt befehlen. Wenn der weg ist, haben wir schon mal... Stehen wir schon mal etwas besser da. Zumindest so. Es läuft hier gerade gelb durch. Nicht nett. Nicht nett. Und ich hole mir mal einen zweiten Zeit. Ja, auch gleich. Lass mich mal gleich mit denen hier anlegen. Okay, legen sie sich lieber mit denen hier an. Auch okay. Währenddessen ich mir einen dritten Zeit hole. Müssen wir natürlich mal kurz Geld sparen und gut, upgraden. So, jetzt haben wir schon mal drei Zeits, das ist schon mal gar nicht schlecht eigentlich. Dann können wir jetzt hier auch ein Lasto nehmen. Den upgraden. Da haben wir eine recht starke Verteidigung und können gleich Lila mal richtig einheizen. Mit einem kleinen Massenangriff. Oh, der erste ist noch nicht durch. Schade. Oh, Gelb verliert. Wo ist Gelb? Hier oben. Gelb ist am Verlieren. Oh, wir haben jetzt ja auch den ersten durchgekriegt. Sehr schön. Sehr schön. Machen wir hier noch einen zweiten Lasso hin. So, hier werden richtig schön alle Einheiten genutzt. Ist das lila? Hä? Nee, ist nicht lila. Wer ist denn das? Ach, weiß. Was ist denn weiß jetzt hier? Merkwürdig. Naja, aber momentan sieht das eigentlich recht gut aus. Wir können eigentlich sogar noch einen Sniper holen. Dann hätten wir auch gute Chancen. Holen wir gleich mehrere. Weil wir es gerade so gut können. Dann setzen wir die mal nach vorne. Ja, wie schön. Also unsere Base ist gesichert momentan. Aber sowas von, mit Snipern. Wir snipern hier einfach mal durch die Gegend. Genial. Ah, man will uns aber angreifen hier. Das gefällt mir gar nicht. Oh, alle haben Damage erhalten. Ah. Nicht gut. Nein, ich wollte gar keinen Lasso. Ah, gut. Gehst jetzt mal dahin. Zeit. Dann holen wir auch schon mal vorsichtshalber einen neuen Rocky. Haben wir gar keine Chance hier momentan durchzubrechen. So, jetzt kann ich da auch hinsetzen. Sehr schön. Dann setze ich mal trotzdem nochmal vier Wallys. Wally. Wally, 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 Wally. So. Oh, ob die das überleben? Bin mir jetzt gerade nicht so sicher. So, den ersten hätten wir auf jeden Fall besiegt. Das ist schon mal sehr schön. Wenn uns da jetzt einer angreifen will, keine Chance, nicht die geringste. Das ist, weil ich mir jetzt gerade noch mehr Sniper hole. Das heißt im Klartext, der kann gar nicht mehr hier so durchgreifen. Oh, die sterben aber, ne? Kann sein. Ah, komm, das schafft er noch. Ja, sehr gut. Und... Schön. Ja, dann sind wir da erstmal abgesichert. Was fliegt denn da oben? Hallo? Achso. Eine Damage-Kiste und die kriegen wir auch noch. Wie was? Wieso nimmt sie keiner? Wie fies. Setzen wir zwei Snipers hier hin. Mal weiter nach vorne positioniert.
Wir aber auch gerade voll nur durch Sniper, ne? Schlimme Sache. Komm, mir fehlt noch ein Sniper. Sniper, Sniper! Durchsnipern? Und ich würde sagen, wir greifen mal erstmal grün hier an. Wenden wir den schon mal ab. So. Und jetzt kommt gleich mal eine riesen Angriffswelle von Motis. Setzen wir hier erstmal zwei noch vor. Und dann kommen, machen wir gleich mal einen Moti-Angriff. Dafür werde ich auch was Besonderes einsetzen. Für diesen Moti-Angriff. Wo ist einer durch? Ah, bei grün. Yeah. Wen greift eigentlich rot gerade an? Würde mich jetzt auch mal interessieren. Anscheinend jetzt auch mich. Na super. Gefällt mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Wie viele habe ich denn gerade? 175 Cubes. Wenn man schon Angriff starten. Und das tun wir auch mal. Angriff! So. Eigentlich wollte ich noch mehr sparen, aber es ist jetzt nicht weiter schlimm. Außerdem, wir greifen mal ordentlich durch. So, und damit haben wir nämlich momentan dann kaum Chancen noch. Eine Damage-Küste. Die holst du dir mal. Und wieder zurück. So. Grade ich den mal einmal ab. Und. So, dann hätten wir den eigentlich auch gleich schon erledigt. Und dann mache ich gleich nochmal richtig schön Spam-Angriff auf Rot am besten gleich mal. Einmal durchlaufen. Wen greift Rot? Ja, Rot greift mich an, eindeutig. Kann man jetzt schon sagen. Ah, aber Weiß. Wir sollten mal Weiß in Ruhe lassen und Rot nur angreifen. Das könnte helfen. Weil dann kommen die ja trotzdem nicht durch. Sollen wir mal kurz warten? Weiß ja nicht. Könnten jetzt mal kurz warten. Mal gucken, ob er es schafft. Er schafft es, ja. Wollen wir ihn rot besiegen lassen? Achso, das war noch gar keine Dingseinheit. Ah, er übernimmt aber gut. Sniper-Angriffe, viel zu übertrieben. Könnten wir uns vielleicht direkt auf Weiß machen? Aber das scheint da noch nicht gut durchzukommen. Nee, das scheint da noch überhaupt nicht gut durchzukommen. Okay, dann machen wir das. Oh. Jetzt kommen wir hier mit Bossen an, oder was? Nicht so. Ah, warte. So. Angriff. Mehr kann ich nicht. Okay, dann mache ich mal wieder auf schnell. Oh nein, wir haben einen Sniper verloren. Das war aber klar, wir haben zwei sogar verloren. Ah, ja, das ist doof bei Bossangriffen. Oh, da wird Weiß ziemlich fertig gemacht. Jetzt. Weiß ist momentan der, der ziemlich hier das Nachteil hat. Gut, dann gehen wir auf Rot. Ganz einfach. Bei den Massenangriffen, da kann er nichts tun. Bams, weg damit. Wuhu. So, Rot ist eingenommen. Also sowas von eingenommen. Können wir auch gleich Weiß einnehmen eigentlich? Weil dann haben wir es erledigt. Dann haben wir es erledigt. Was ist los? So. Hier, hier und da. So. Nee, weiter geht's. Bäum, bäum. Bäum, bäum. Und
Weiß hat noch ein Leben. Ja, ich weiß, ich habe gerade nichts gedacht. Das ist einfach so. Weiß hat aber trotzdem nur noch ein Leben und ist damit erledigt. Bäm, jetzt geht's nur noch auf Rot und Rot hat eine Biene. Ja, hier, kommt, lauf rein. Los. Lauf da durch. Aua. Darfst jetzt auch ein Upgrade genießen. Hast wieder volles Leben. Nee, nicht ganz. Betrug. So, währenddessen ich. La 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 la. Ach so, mehr geht nicht. Und da kommen unsere riesen Skelettköpfe. Los, eine ganze Armee. Und jetzt die Minen in Angriffsposition. Jetzt gehen gleich welche viele in zwei Reihe. Switch, switch. Elektrischen Anfall. Bei diesen ganzen. Aber es sieht eigentlich schon geil aus. Bisschen wie Flughafen. So irgendwie zumindest aus Spielen her. Wie viel Leben hat er noch? Drei. Noch drei. Noch zwei. Noch eins. Der letzte ist unnötig. Den brauchen wir nicht. Kannst zurück. Kannst nach Hause gehen. Muss nicht sterben, um da in den Turm reinzugehen. Er will. Okay, dann lassen wir ihn. Was soll's. Aber damit haben wir es geschafft. Und Rot kann gerade auch nichts tun, hat nur drei Cubes. Yeah! Bams! Und Ende! Victory! Juhu! Oh, da sieht man ein bisschen die Fontäne, ne? Das Feuerwerk. So. So, okay. Gut. Achievements, Dings. Und damit sage ich mal Exile to Menü. So, und dann geht's natürlich mit Faceman beim nächsten Mal weiter. Und ich sage, ich bin euer Yataro. Wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube und bis zum nächsten Mal. Ciao.